Könnte halt eine nice Shitshow werden. Hey. Das ist ja Ada. Could I please get a cappuccino with soy milk? Would that be it? That's all. And your name is? Celine. Celine! Okay, Celine. In a moment I'll hand you your drink. Thank you. Das ist ein Song aus Farming Simulator? Nein, oder? Sure. It's on your right. Wieso klingen die so, als wären die in irgendeinem Tunnel oder so? I should wash my hands. Achso, ich bin schon in-game. Oh, lol. Hä? Oh, ich bin gespawnt, okay. Ich dachte, ich fliege oder so. Was passiert mit ihrer Hand die ganze Zeit beim Laufen? Achso, die glitscht durch die Jacke durch. Okay. Jetzt kommt die Jill-Szene aus Resident Evil 3. You can do it, Celine. Your drink is ready. Eis Matcha Latte? Zu spät für Pilates? Okay. Sie hat wohl irgendwie ein Trauma durchlebt oder so. Could you play some music? Sure. Okay. Haben wir einen geileren Song hier am Start? Der kommt in die Playlist, Leute. Ich gerade beim Song Battle. Okay, der ist stark. Here you go. Thanks, Olivia. Wieso ist das so ein komischer Hall, wenn die reden? Bad day? I'm just tired. I've been driving all day. Are you from around here? I don't remember seeing you before. No, I'm just coming. Ja, mein Raum ist auch gerade leer. Trotzdem halt das hier nicht. You should take a break. This road is pretty dangerous. Ich bin auch der Einzige. Okay. Shit! Mein Gesicht, Alter. Give me everything you have in that box. Geile Maske. Don't look at me! Take all you want, but leave us alone. You won't tell me what to do! Hat ihr gerade einen Slap auf den Hintern gegeben? Was war das denn? Was ist das für ein Geräusch? Ich habe den Klatscher nicht gecheckt, also eine Animation dazu war irgendwie weird. Junge, Stuhl einfach geplatzt. Come on, we have to get out of here. I don't feel well. Did they hurt you? Let me see. You're bleeding. Stay here while I find a way out. Thank you. I'm so sorry I dragged you into this. Everything will be fine. You'll see. Ja, ich habe im Menü die Mittelalterrüstung ausgewählt. Die war so ausgegraut. Ich dachte, die muss man jetzt freischalten. Aber jetzt haben wir doch die Mittelalterrüstung. Okay. It's closed, but it seems that it's not screwed well. Escape Room Game jetzt auf einmal? It's locked, although the handle looks very worn. Da ist was? Ein Stein. Okay. Mit dem Stein kann ich vielleicht oben die Tür kaputt machen. Der ist einfach Hell. Da geht's also hin. Okay, zur Hölle. Oh! Come on. One more try. Junge.
Starke Animation. Und starke Sounds. Oh, hier kann ich speichern. An Uhren kann man speichern. Okay, nice. Taschenlampe, stark. Die Frau hat Kraft, ja. Okay. Was kann ich mit dem Book machen? Nothing interesting to me. Maybe I can use it for something other than reading it. Ja, was zum Eintragen oder so wahrscheinlich. Notizen. Do you have the girl? They say this is a fine specimen. We're 15 minutes from arriving. I'm dying to meet her. Hello? We need to get out of here. Okay, die Frau scheint wohl irgendwie eine besondere Person zu sein. Wahrscheinlich geht es irgendwie auch. Ich meine, das ist ein Resident Evil Klon. Vielleicht hat die irgendwie so eine Antikörperchen hier im Körper. I see some marks here. Counting the books in this row, there would be 5 left to complete it. Okay, wir müssen 5 Bücher finden und dann geht das auf. Na? Sure thing. It's locked. Ach, sie hat aktivierte Mitochondrien wahrscheinlich, ja genau. Das ist es. Ach, deshalb. Okay, jetzt habe ich 2 Bücher. Deshalb habe ich vorhin ein Buch gefunden. Nicht für Notizen, sondern dafür. It's locked. It's locked. Okay. Warum mehr Bücher? Hier geht's noch nach oben. Da ist ein Buch. Nice. 2 noch. The clock is missing a hand, but I can see a screwdriver inside. Oh, das ist für den Keller, für die Hölle. It's locked. Für die Hell. Yo, ciao, Toast. Oh mein Gott, da war jemand, lol. Siehst du, there's something stuck. Ja, rein da. Kitchen Key, nice. Scheiße, Chat, das Spiel ist doch vielleicht zu gruselig für mich. Ich hab nicht erwartet, dass es so gruselig ist. Puppe! Ein Hähnchen. Oh, das ist eine Maske. Ja, das Outfit. Ist in den Cutscenes halt das Standard-Outfit, aber außerhalb der Cutscenes ist das Outfit, was ich halt ausgewählt habe. So, Küche ist wahrscheinlich unten, ne? It's locked. It's locked! Seit wann ist Fallout so gruselig? Oh, lol! Sure thing. It's locked. Da ist irgendwas durch die Decke gefallen. Ich war zu schnell für den Jumpscare. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich stehen bleiben müssen, mir den Jumpscare anschauen müssen. Sure thing. It's locked. Okay, hier ist die Küche. Letztes Buch. Nice. Johnny, please fix that damn clock ASAP. It gave me the worst scare of my life. It started to ring and the door opened by itself. It gave me chills just remembering it. It's been 2 nights in a row since death and it always stops at the same time. I don't know if that helps you. Maybe the mechanism has something stuck. Okay. Ich kann das nicht mitnehmen. Ja, ich mag das Game bisher. Das ist ganz cool. Ich bin gespannt auf die Story. Long drive einfach. I see some marks here. Ja, I guess wir gehen dann die Uhr einstellen. Sure thing, it's locked. Wo war die Uhr? Wo war die Uhr? Lol. Bin ich dumm? Die war doch hier, oder? Hä? Ach, nee. Hä?
Hä, bin ich dumm? Da ist das Buch auf jeden Fall. Okay, nice. Yo, ciao, Kalkin. Und schon wieder ein Jumpscare verpasst. Ah, hier war die Uhr. The clock is missing a hand. Okay. But I can see a screwdriver inside. Wahrscheinlich kriege ich jetzt beim Bücherregal die Clock. Okay. Yo, ciao, Kid. Es gibt Zombies, Chat. Zombies, die aber Waffen benutzen können. Das sind die ganz gefährlichen Zombies. Soll das für mich ein Hinweis sein, dass ich jetzt diese 5 Orte besuchen soll? Die Tür. Was passiert denn hier? Ja, moin! Der Blick. Hey, Toni. Dankeschön für die Bits. Und jetzt geht die einfach? Okay, sie ist einfach weg. Irgendwo lungert sie jetzt. Also die ist jetzt hier aufgestanden und ist dann einfach ganz langsam rausgekrochen. Okay. Oh Gott! Oh Gott, Steaks! Ich hasse Steaks! Verdammte Scheiße! Das ist bestimmt auch ein Code, ne? Gut, wir haben einen Badezimmerschlüssel. Denke mal oben. Nee, aber Badezimmer war doch schon offen. Vielleicht gibt es noch ein zweites Badezimmer? Nice. Okay. Da ist noch ein Code. Ach, das ist jetzt die Übersetzung. Das Triforce ist die 16. Okay, Clockhandle. Fuck. Chat. Bitte haltet meine Hand. What the hell is that? Junge, imagine, du machst ein Game und denkst, das ist scheiße gruselig. Da werden sich alle mies einkoten. Hier. Done. Now I can manipulate the clock. Okay, 2 Uhr 45. Jetzt kriegen wir den Screwdriver und dann können wir jetzt damit den Keller die Hölle öffnen. Ja, Digga, damals mit 12 hatten wir auch Angst, in den Keller zu gehen. Und jetzt haben wir Angst vor Mensch. Ja, nur mit 12. Ah, jetzt müssen wir den Code eingeben. Okay. Dann gehen wir nochmal hoch. Nee, warte, das war hier, ne? Okay, der Code ist Nase, Nase, Gabel, Teufel. Nase, Nase, Gabel, Teufel.
Nase, Nase, Gabel, Teufel. Nase, Nase, Gabel, Teufel. Nase, Nase, Gabel, Teufel. Nase, Nase, Gabel, Teufel. Also 1, 1, 8, 4. 1, 1, 8, 4. 11, 48. The door's open. We need to get out now. Okay, you made it. Come on. Huh? Do you need help? Oh, dir geht's wieder gut. I can do it. I'll follow you. Ja, okay, lass uns einfach gehen. Der Side-Eye. Ich bin gar nicht verdächtig. Ich habe hier gar nichts mit zu tun. Ich bin zum ersten Mal hier. They're escaping. Go get them. Okay, wir gehen Ausrufezeichen. We need to get out of here. Run! Scheiße, ich glaube, hier ist falsch. Shit. Er tötet uns jetzt. Oh, der hat eine Knarre. LOL. LOL. Kettenhemd hat leider nicht geregelt, ne? Oh shit! We need to get out of here. Run! Ich folge den Spuren, I guess. Shit! Ja, genau! Aber er ist gecrouched, okay? Er ist gecrouched! Leute sagen, es gibt keine guten Videospiele mehr. Leute sagen, Videospiele sind tot. Is he dead? Oh my God. What have I done? Leute sagen, es gibt keine Videospiele mehr. Wieso hat jetzt nochmal ein drittes Outfit an, Chat? Nee, das ist jetzt eine andere Frau. Das ist nicht Selene. Wait! Schade. Wäre funny, hätte ich sie umbringen können. Scheiße. Kann ich dich umbringen? Nee. Ich hoffe, die geben Munition. Ich habe nur noch einen Schuss. Obwohl, es steht unendlich. Ich glaube, ich kann unendlich machen. Okay. Nice. Warum geschieht so viel auf einmal? Ich habe doch auch keine Ahnung. Wie viel hat dieses Meisterwerk gekostet? 10 Euro? Nein! Olivia! Go away. I'll find a way. Go away, einfach. Are you crazy? I'm not going to leave you here alone. I hear someone approaching. Take this. Please. Thank you. Be careful. I'll be fine. Just go. Also 10 Euro im Sale, ne? Junge, diese Gesichter immer. Yo, Jules, danke schön für 26 Monate.
das gute alte Resident Evil Gelb. Nice. Oh, ich kann backstaben, Chat. You can make stealth kill. Nice. Ja, ich habe in den Reviews gelesen. Okay. Einfach nur reinstechen von hinten reicht nicht. Sie muss auf ihn draufklettern. Okay. Ich habe auf in den Steam Reviews gelesen, dass es ja, also zu Early Access Zeiten, das ist mittlerweile Full Release. Also der Full Release kam jetzt irgendwie vor ein paar Tagen. Und vorher Early Access, da waren die Stuck. Die Voiceovers waren AI. Und jetzt haben die im Full Release auch richtige Synchronsprecher. Was richtig nice ist. Bandagen, okay. Kann mich wahrscheinlich damit heilen. Katana? Ein Bogen? This will be useful. Ich krieg einen scheiß Bogen? We have discovered a pattern that seems to open a door that allows beings from another dimension. Okay, we are not sure how this occurs, but in most cases where these events have been experienced, they have been with women who have gone through a traumatic experience that causes them a lot of pain or suffering. These beings appear in different ways, but each and every one of them seems to have been brought from hell, for which I firmly believe that we are on the right track. We are still looking for the cause or way to voluntarily contact these entities and, if possible, have control over them. This is the most feasible method to get closer to our goal, so we have decided to risk more and create a new species that has the blood of our Lord. We believe that it is possible if a woman gives birth to a son of some... Okay. Also, die haben irgendein Tor zu einer anderen Dimension gefunden und damit kann man irgendwie Monster da rauslocken. Aber um die Monster rauszulocken, braucht man wohl eine Frau, die ein traumatisches Erlebnis hatte. Und irgendwie soll die einen Sohn bekommen oder so. Und dann geht's richtig ab. Keine Ahnung. Have you seen the new girl? She's fine. Ich wollte das Messer rausholen. Ich wollte ihn messern. Nein, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit so laufen, oder? Oh nein. Oh nein! Ah, okay, gut. Ist nur vorübergehend. Okay, klettern kann sie auch. Jetzt auf einmal Tomb Raider Chat. Interessante Kamera auf jeden Fall. I found her! Boah, geile Moves, Alter. Steven Seagal, Alter. Where are you? I should find a way to turn off the alarm. Kann ich nicht seine Katana mitnehmen oder so? Handgun Ammo, okay. Brauche ich nur noch Handgun. Handgun. Okay, nice. So, jetzt habe ich wahrscheinlich begrenzte Munition, ja. Okay. Wo ist Ada? Olivia?
Ja, es ist ein ganz wilder Videospielmix. Wir haben hier alles drin. Alles, was cool ist. Da kann man ja nichts falsch machen, oder? Hallo? Was ist die Kamera? Hey, Escape ist knapp. Ich muss sagen, Animationen sind richtig nice. Da wurde sich Mühe gemacht. Die sind richtig händisch gemacht. Nicht irgendwie eine abgefertigte Scheiße irgendwo, sondern wirklich händisch gemacht. Das noch echte Videospiele. Junge, die Kamera, wenn man croucht. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Wieso hält sie sich an der Seite wie Jill? Was ist jetzt los? Okay, keine Ahnung. Die Kamera wurde aber nicht händisch gemacht. Oh doch. Die wurde genau angepasst. Was ist jetzt aufgegangen? Da hinten, glaube ich, ne? Ja, es ist halt kein scheiß Souls-like schon wieder. Fuck! Mal was Neues. Okay, Hebelrätsel. Eins, zwei, drei. Ah, so. Ah, die Kabel. Eins. Ist das hier. Zwei. Ist das hier. Drei. Ist das hier. Und vier. Ist das hier? Geiler Sound. Rätselmeister. Ich hab's nicht verlernt. What was that? Im Dunkeln kann er mich nicht sehen, oder? Doch. Jo, wer ist der denn? Leave me alone! Please! Okay, den kann ich schieben. Das war ein krasses Monster. Missing two fuses. Natürlich. Wir brauchen Fuses. Natürlich. So, speichern. Kurz. Ich ändere mal kurz den Titel. Oh, ich kann doch boxen. Ist das mit dem Bogen? Ach, sie hält den Bogen und das Messer und daraus wird jetzt ein Schwert. Okay. Irgendwie wird der Pfeil ans Messer dran gepackt und dann sieht das aus wie ein Schwert. Aber warum? Ich habe keine Ahnung. Für ein bisschen mehr Reichweite halt, ne? Das Crafting. Das ist Zelda. TOTK. Waffen aneinander kleben. Die haben hier halt von allen möglichen Spielen. Ah!
Der stand im Dunkeln, ich habe ihn nicht gesehen. Kann ich mich kurz heilen? Ja, ne? Was passiert da gerade mit dem Menü? Okay. Ja, das war kein One-Hit. Ich war halt nicht voll geheilt. Ich war fast dead. Halbe MacGyver. Hey, Blaukamel. So, wo war der Typ? Der stand halt im Dunkel. Ich habe den nicht gesehen. Ich sollte eigentlich so gut es geht Munition sparen, ne, und immer messern. Aber den nicht. Da kommt er. Hab ihn! Oh, da ist ja noch einer. Hab ich gerade pariert? Man kann parieren. Junge, okay, crazy. Crazy Gameplay. Was ist eigentlich das Weiße beim Pfeilschießen? Das Weiße? Du meinst den. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Ist doch ein Souls-like, ja. Es ist halt ein Mix, ne? Genre-Mix. Und Souls ist halt auch ein sehr beliebtes Genre, also muss halt auch natürlich was von Souls mit rein. Wenn du einen Pfeil abfeuerst, kommen so weiße Partikel. Okay, ich achte mal gleich mehr drauf. Was hat die gerade gesagt, Chat, als ich das gemacht habe? Ich habe nicht aufgepasst. Farming-Aspekt kommt gleich auch. Ah, okay, leitet nur um. Es macht nicht aus, sondern es leitet nur um. Das hat sie wahrscheinlich gesagt. Okay, wir haben eine Fuse. Ist gerade der Schrei... Schrei gebackt? Kurz aufgehangener Schrei. Okay, dann laufen wir jetzt zurück zu der Fuse. Ja, hat ein bisschen was von Serious Sam gehabt, ne? I guess ich das hier wieder drehen. Hä, aber muss sagen, dafür, dass es ein neues Spiel ist, läuft es bei mir echt gut, ne? Normalerweise neue Spiele laufen bei mir auf meinem PC richtig scheiße. Das läuft richtig stabil. Das ist ein gut gemachtes Spiel. Und ich muss nicht dafür irgendeinen komischen AMD-Filter drüber hauen oder so. Damit alles so grisselig und hässlich aussieht. Ah, ich brauche zwei. Fuck, habe ich jetzt irgendwo was übersehen? Auf jeden Fall eines der besten, optimiertesten Spiele 2024. Das auf jeden Fall. Stimmt, ich hatte noch diese Kiste hier noch gehabt. It's very dark. I should find a way to light this room. What the fuck war das denn hier? Raum musste geladen werden. Ja, okay. Wir brauchen die Fuses, damit der Licht angeht. Und mit dem Licht kann ich dann da rein. Ins Dunkle. I guess das der Plan? Mach Feuerpfeile wie Zelda. Ja, mal schauen. Wenn ich Feuer finde. Hier ist eine Tür. Hey, Jason, was geht ab? Nee, Wukong kommt da nicht dran. Wukong braucht so einen scheiß Filter. It's locked. Sure thing, it's locked.
Ja, wo habe ich jetzt eine Fuse übersehen? Ist das der Bruchpunkt? Der Moment, wo ich das Spiel abbrechen muss, weil ich es nicht finde? Sind wir so weit? So schnell? Welches Game werden wohl nominiert für Game of the Year dieses Jahr? Wukong. Wukong wird gewinnen. Da gehe ich halt nochmal zurück. Mach Augen auf oder so. Papa, mach die Augen auf. Mama ist mal wieder drauf. Ich will nicht mehr nach Hause gehen. Da ist sie, lol. Ich habe die Augen aufgemacht. Ich weiß nicht, ob die Elden Ring dazu zählen werden. Weil DLC. I don't know. Safe. Ja, mal schauen. Jeff macht das schon. So, hier. Wieso weißt du das nicht? Weil ich dumm bin. Speichere nochmal schnell. Ach, die Kiste kann man kaputt machen. Da ist Munition drin. Lol. Junge, wie die geht. Da unten ist irgendwas. Scheiße, Chat, ich kann runterfallen. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Die fällt einfach flach. Die fällt einfach flach runter. Einfach flach runtergefallen. Kopf aufgeschlagen, fertig. Alter, hier sind wir in Silent Hill. Heilung, nice. Da ist ein Key. Oh shit. Der Horror beginnt wieder. Da, im Spiegel. Bedrohlich. Sehr bedrohlich auf mich zugeknabbert. So, ich denke mal, Schlüssel ist dann für die Tür, ne? Ja, aber die Levelstrukturen auch alles durchdacht. Also so bad ist das gar nicht, ne? Das ist eigentlich Banger Game. Calm down. I'm going to get you out of here. Yo, da ist das Vieh. Der Dodge. Es brennt. Oh, Bosskampf? Hinten Schwachstelle. Jo, der Dodge.
Komm da hin, nicht ran. I'm wasting time. I should look for his weak spot. Maybe if I hide, I can shoot him in the back. Sie soll hiden. Was ist dein Problem mit der Musik? Wow! Dead by Daylight! Komm her. Komm her. Kann ich hiden? Er riecht mich. This way. Hey Olivia. Oh, sie hat mittlerweile auch die auf ihren Schultern diese Ada-Schultern. Ja, sie wird immer mehr und mehr zu Ada. Es gab keinen Grund, die Tür aufzudrehen. Hallo, doch! Ich schwebte in Lebensgefahr. I'm glad you're okay. Follow me. I know a way out. Das ist die Ada Origin Story. What was that thing? I'm not sure, but we better get out of here. Das ist sie. I'm confused. I don't know what's going on here. I know. Er lebt immer noch, verdammt. Den kriegen wir nicht so leicht runter. Was sind diese Claps jetzt in dem Song? We will rock you. I think he's gone. Oh, wie ready he's. Was? I'm sorry. Wieso hat das so gebonkt? It's the day. Being honest, bonk. I'm nervous. You don't have to do it if you don't want to. Celine. I have to do it. If they chose me for this mission, it's for a reason. Perhaps because you are an intelligent, brave and beautiful woman. Voll süße. You just want to cheer me up. Probably, but I'm not lying. You know, even if something goes wrong with this, I will be able to save many lives, and it'll be worth it. Don't say that. Maybe my sister is willing to help, but you know. She's helped a lot already. Don't worry, I'll be fine. I just want you to know that you're not alone. There's a whole team behind this, and if something goes wrong, I'll go find you myself, okay? Thank you. I'm glad we're in this together. Take this. It might be helpful. Wieso hat sie seinen Namen nicht ausgesprochen? Rodrigo. Also. I hear someone approaching. Take this. Please. Ah, jetzt ist die andere Seite von Olivia Chat, als wir uns getrennt haben von Olivia. I'll be fine. Jetzt sehen wir, was mit Olivia passiert ist. You almost became my favorite girl, but you had to fuck it up, like always, Olivia. It wasn't my fault.
No one expected her to be such a capable woman. Well, that makes me want her more. She's the perfect specimen for this, and you let her escape. Bring her back, or you know what will happen to your little sister. Don't bring her into this. We had a deal. Do your part and find her. This is your last chance to be free. Do it, and I promise you, you'll be able to leave forever. None of your men were able to stop her. You're not a man, so do it. Nur eine Frau kann sie stoppen. I swear. Girls support girls und so. We have a deal. I don't have much time, so find her quickly. I will. Und jetzt spiele ich sie. Sie hat jetzt auch ein Mittelalter-Outfit, Chat. Weil ich am Anfang dieses dumme Mittelalter-Outfit ausgewählt habe, hat sie jetzt auch eins. Aber was bekämpfe ich denn jetzt? Wenn jetzt alles alles meine Kumpels sind. It's locked from the locked. Aber wieso sind die Wände, sehen alle aus wie locked. Lecker Schokolade? Oh, da. Monster muss ich bekämpfen. Aber ich habe keine Pistole. It's locked. Jetzt habe ich eine. This comes in handy. War der Kühlschrank, da ist noch Munition drin im Kühlschrank, oder? Schade. Jetzt so eine massive Tafel Schokolade, ja. Hier die ganze Wand aufessen. Würde ich schaffen. Würde ich schaffen. Just be careful. A lot of those things have been showing up lately. Son of a bitch! You'll pay for this. Die hat mit ganz schön viel Wucht auf das Ding draufgehauen. 7 Schuss habe ich. Okay. I guess nach oben gehen wir? Junge, wieso sieht das Haus so lecker aus? Ich möchte das Haus essen. Why? Marienkäfer. Kann ich schlagen? Okay, sie hat auch ein Messer. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer klabbert da an meinem Häuschen? Okay, 3. Das sind jetzt Codes. Wir müssen uns die 3 merken. Stirn ist 3. Aim for the head. Storage key. Let's see what they have here. Der Laptop ist nicht an. She's really beautiful. Frauen und Technik, ne? Don't touch her. You will wake her up. Motherfuckers. Fuck. Wer ist denn der? Jetzt wird's gruselig. Ja, dem wurde die Haut abgezogen. Was? Okay. Gruseliges Geräusch, I guess. Jo, ciao, Toni. Guten. Da ist gedädelt, der. Kann ich den von hinten messern? So. Sie bricht ihm sein Genick. Eine Maschine ist diese Frau.
Shit! Okay, wir sind raus aus dem Schokohaus. Ja, fuck, ich habe gar keinen Code gefunden. Ich habe nur 3 gefunden. Sieben. Schade. Neunsechzig, ui. Okay, ja, I guess ich muss mich umschauen wegen Bildern. Weil da hatten wir auf jeden Fall eine 3 gehabt. It's locked. 3-mal falsch gehalten und wird eingezogen, verdammt. Hier ist nirgend sowas. Aim for their head. Vielleicht hätte ich das Bild anschießen müssen. It's locked. It's locked. So, hier. Nö. Aim for the head. Ach so, das war auf den Zombie bezogen, der hier stand. Aim for the head. Lol. Please help us. Hä? Wo finde ich den Code? Meine wurde einfach mal random beim Kontoauszügen holen eingezogen. War ein Technikfehler. Nice. Meine wurde eingezogen, weil ich sie vergessen habe. Ah! 1, 4, 3, 1. 14:31. Easy. Ich hoffe, das Spiel übertreibt dann irgendwie so richtig, dass dann, keine Ahnung, dann geht's dann irgendwie noch Richtung Cyborgs und Zeitreisen und so. So richtig geilen B-Movie-Shit, wie wir dann haben. Not human. Basement Key? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, müssen wir uns merken, Chat. Minecraft-Block. Oh, Shotgun. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wenn ich kurz ins Hauptmenü wieder gehe, kann ich das Outfit ändern. Wow! Okay. Ey! So, Classic. Machen wir andere Haare. Continue. So. Jetzt hat sie ihr Ada-Outfit. Basement Key. Okay, und wenn ich neu lade, sind die Gegner weg. Ist auch stark. So kann man auch Gegner bekämpfen. Ist gerade irgendwas. Hier sind Arschloch.
Er hat nicht getwerkt. Er hat gegessen, hallo. How many days did I spend here? This place brings bad memories. Oh, die wurde eingesperrt. What's going on? Die wurde hier eingesperrt. Oh, die spawnt. Die wurde hier eingesperrt. Die wurde bestimmt auch experimentiert oder so. Sie ist ein Versuchsobjekt. Deshalb ist sie bestimmt auch so stark. Shotgun. Blue, green, red, yellow, green, blue. Blau, grün, rot, gelb. Grün, blau. Blau, grün und grün, blau. Und dazwischen ist rot, gelb. Es fängt an mit blau, grün und endet mit grün, blau. Blau, grün, grün, blau. Dazwischen rot, gelb. Einfach Long Drive, Zombie-Geräusche. Rutsche! Hier kommt Bed of Chaos. Scheiße, Nachlass. Oh, man kann die kicken. Ja! Oh, hinter mir. Mach doch. Batz! Bigger game. Hier waren wir mit dem anderen Girl auch. Oh, da ist sie ja. Die ist gedellt dadurch. They still haven't managed to capture her. I should find her before something worse happens. Ich dachte, ich habe den Alarm ausgemacht. Ach so, nee, natürlich. Sie kommt ja gleich und macht den Alarm aus, ne? Sie macht ihn gleich aus. Bin gerade mehr entertained als beim Elden Ring DLC. Autsch. Also das heißt, wir treffen sie gleich beim Bosskampf, ne? Hier. Blue. Green. Red. Nein, das ist Blue, du dumme Sau. Blue. Green. Red. Yellow. Nein, er ist grün! Blue. Green. Red. Einfach so Kassensounds. Einmal Cheddar. Einmal Reiswaffeln. Doch, das ist Resident Evil, das Neue. Kam vorgestern raus. Was habe ich jetzt geöffnet? Kino-Tür? Nee, okay. Wahrscheinlich oben dann, ne? Wie viel macht das? Haben die eine Payback-Karte? Sammeln sie Treuepunkte? Kennen sie schon die Lidl Plus App? Was ist passiert? I should be careful. Okay. I should be careful. Ach, hier sind so Fußabdrücke.
me go! Please stop! Are you sure you won't kill her? Well, we won't know if we don't try. Ist es ihre Schwester? I can't let her die. Please stop! Oh, fuck! This is gonna get me in trouble. Ah, jetzt greifen sie sich gegenseitig an. Junge, dieser schreit schon wieder. Who are you? Einfach Cyberpunk. Oh, da kommt hier noch einer. Komm ich da hoch? Ja. Yo, die fliegt. Was mit ihr? Wie klettert er? Ja, genau. Er kann gar nicht klettern. Hey. Er ist nur für die Musik hier. Ach, deshalb klettert er nicht hoch, Chat. Der kommt von woanders. Boah, ich würde gerne dahin, wo er gerade hergekommen ist, ne? Scheiße. Ich wäre gerne dahin gegangen, wo er hergekommen ist, um zu gucken, was da ist. Ob man irgendwie das Game breaken kann. Blup. Da kommen die typischen Resident Evil Kanalisationen. Are you okay? I'm fine. Let's keep moving. Ja, Easter Egg oder so, genau. You saved me. Thank you. Really? I can't go through with this, Sam. I've been a shitty person lately. This situation leads us to do things we don't want in order to survive. Die hat einen Akzent. No more. It's over. Let's get out of here. Einfach mal drehen, ne? Warum klingt das wie so ein Life is Strange-Dialog? Wie gesagt, ist ein Genre-Mix, ne? Ich meine, ich habe keine Ahnung von Life is Strange. Wenn du meinst, das ist Life is Strange, dann ja. Passt, I guess, ne? Ist ja ein Genre-Mix. Die haben von allen ein bisschen was genommen. The valve is missing. Wann Life is Strange Stream? Ich weiß nicht. Wäre das cool? Ich weiß nicht. Speichern. Drehen. Wo ist meine Katamari-Influence? Kommt noch. Yo, er kommt einfach mit der GoPro. Aim for the head. Oh. Shotgun Chat. These things get stronger every day. Was auch immer, hat irgendwie funktioniert. Rule of Rose habe ich sogar gestreamt.
So, und hier muss ich jetzt irgendwo eine Valve finden. Geil, schön in der Pisse hier rumlaufen. Da war was an der Wand. Guck ich gleich, wenn ich hier wieder hochgehe. Yeah, ich habe Crow Country mitgekommen. Hab noch nicht gestreamt. Machen wir auch noch. Womit du interagieren könntest. Ja, ich gehe gleich nochmal hoch. Und dann schauen wir mal. Ist das Jungenpisse? Genau, chinesische Jungenpisse. Wir suchen hier gerade die eingelegten Eier. Das ist das Heilmittel. Für diesen satanistischen Kult. Kick! Er kickt zurück! Frech! Storage Key? Irgendwie sieht jeder Raum gleich aus. Ich habe das Gefühl, ich war in diesen zwei Räumen schon 5-mal oder so. Okay, Raumrassist und chill. Dann callt mich direkt als Racist out. Wo ist denn Storage? Lag? Ich wurde getreten. Das sind ja voll viele! Die macht das schon. Kennst du eine, kennst du alle, kennst du? Die hält aber das Gewehr aber echt komisch, ne? Immer dieser Side-Eye von ihr manchmal so, ne? Manchmal gucke ich sie an und die hat immer so ein Side-Eye. Storage? Haben wir hier so Musik? Da ist mein Wealth. Nein, nicht Sam. Let her go. Traitorous bitch! You deserve to die here. Please. You come with me. Scheiße, der ist schon wieder. Okay, das ist Bosskampf. Die Musik ist so geil, ne? Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, aber er scheint keine Schwachstelle zu haben. Ah, okay. Die, Motherfucker! Die, Motherfucker! Kann die vielleicht irgendwie auch mal irgendeinen coolen One-Liner droppen? Irgendwas Cooleres außer einfach nur Motherfuckers? Irgendwie sowas wie Jill-Sandwich oder so. Where have they taken her? Jill Sandwich, halt aus Resi 1, Mann. Oder irgendeinen coolen Bingo-Spruch wie bei Resi 4 oder so.
Oder Eat My Soul aus Resi 4. I eat my soul. Ah, hier kommt. Da tritt sie die Tür auf. This way. Wie der ready steht. Junge. Okay, nice. Jetzt haben wir beide Storys erlebt. I knew you were jetzt wieder Gegenwart. Me, Olivia. Well, actually, you did. You helped another girl escape. I know all about it. Why do you always have to screw everything up? I don't want to hurt you. Especially not your little sister. Ist das eigentlich Rodrigo? You're making me do it. We had a deal, Magnus. Ah, it's Magnus. Do it. You know what's going to happen. Hat ihn gekillt? We have to get out of here. You betrayed me. I had no choice. I can't trust you. Nothing justifies what you're doing. They know everything about me. They know my family. Zum Glück habe ich die Shotgun da rausgenommen. This time. Sonst hätte sie jetzt eine Waffe. How do I know this isn't another trap? There's nothing I could do to make up for the past. But I want to end this. And I can't do that without your help, Celine. Sie denkt. Fine. Okay, sie denkt. But I promise, if you try anything again, I'll shoot you without hesitation. Okay, we better get moving. Nee, Sammy ist eine andere. I'm really sorry for everything that's happened here. How can you do this to other women? Do you think I enjoy doing this? I went through the same thing as all of these girls. I know how miserable it is to be here. It's easy for you to talk. You don't know me. You don't know what I've been through and what these men are capable of. They want to hurt my sister, and I'm not going to allow it. I will not allow any other woman to be harmed. I've seen what you're capable of. With your help, we can end this. I don't know if I should trust you. But I'll do it. Nein, Sam ist irgendeine random Frau, die hier auch gefangen war. Take this. Sam war irgendeine random Frau, die hier auch eingesperrt wurde, an der auch experimentiert wurde. Und Olivia hat sie random getroffen, hat sie gerettet. Und gerade wurde Sam wieder von den anderen gekidnappt oder so. Und Celine ist ja eigentlich die Protagonistin. Die Olivia gerade betrogen hatte. Aber jetzt sind die wieder zurück bei Girl Support Girls. Wieso klingen die Dialoge so komisch, hä? Klingt doch gut. Okay. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das eine 8, ne? Jetzt haben Valentine und Ada. Ja, deshalb habe ich extra ihre Frisur geändert. Weil mit der anderen Frisur sah sie aus wie Lara Croft. Ja, die geht nur bis 4. Wir müssen einen neuen Code suchen. Olivia shot the boss. Shit, that woman never gave me a good feeling. If you see her, shoot. We have orders to eliminate her. Okay. Ja, ich bin hier. Jungs, ich bin hier. Männer, ne? Große Fresse, aber nichts dahinter. Immer schön große Fresse hinter dem Rücken der Frauen, aber wenn die Frauen dann da sind, dann auf einmal ein Lamm. Dann auf einmal nur noch ein Lamm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel besser ist Medium als Medium der Game? Keine Ahnung, Mann. Ich kann mich an gar nichts mehr von Medium erinnern. Außer die... an die Zange. Ich kann die nicht treten. Ihr tötet mich. Die macht das schon.
Nice. Genau. Agent Bolzenschneider, nicht die Zange. Genau. Bolzi. Bolzi, der Bolzenschneider. Einzige, was ich noch weiß. Aha! Gabel plus Gabel gleich Nase. Gibt's auch ein bisschen irgendwie mehr Licht? Oh, ich habe die Grafik gar nicht voll, Chat. Irgendwie kann ich sie auch nicht weiter voll machen. Scheiße, das Game hängt sich auf. Jetzt. Nein, nicht ganz nach unten. Scheiße. So, ja. Wir haben das Meisterwerk gar nicht in ganz hübsch gesehen. Ah, da oben. Ah, scheiße. Stern plus Stern ist Gabel. Gabel plus Gabel ist Nase. Nase minus Gabel ist... Also ist Nase 2. Gabel ist 4. Nee. Warte. Dann muss ja Nase 1 sein. Aber Sterne sind dann auch 1. Nee, warte. Andersrum. Ich bin dumm. Nase ist 4. Gabel ist 2. So, andersrum. Nase 4, Gabel 2 und Teufel 3. Mathematisches Genie. Ah, lol, hier ist noch der Hint. Stern gleich 1. Scheiße, jetzt leckt das zwischendurch. Mein PC packt dieses Meisterwerk nicht. Das war irgendwo hier so. Ja, bestimmt war das da. Ich wünschte, dieses Spiel hätte so einen coolen AMD-Filter. Dann wird das Spiel bei mir richtig geil laufen. Wo war das denn? Mit dem Code. Not gonna lie, das Game hat sehr viel bessere Puzzles als Silent Hill 4. Okay. Bestimmt hat es das. Doch, das muss doch irgendwo oben gewesen sein, oder? Ich erinnere mich nur an das Patent. Stimmt, die haben ja auch dieses Patent auf diese Zwei-Welten-Mechanik gemacht. Stimmt, stimmt. Nee, ist nicht Tomb Raider, ist Resident Evil. Neuer Resident Evil-Teil. Kam vor ein paar Tagen raus. So, okay. Nase war 4. Gabel war 2. Teufel ist 3. Mathe-Mann! Mathe-Mann! Yo, ciao, escaped. Und damit schneller. Celine, are you okay? I'm fine. I know how to get out of here. Just follow the tunnels and we'll meet up later. Don't worry about me. I'll be fine. Ja, als ob die so 50 Meter auseinander sind. Die macht den hier. I can't do this without you. We'll meet again. So, und jetzt sind wir wieder getrennt. Jetzt bin ich wieder komplett auf mich alleine gelassen. Jetzt muss ich wieder alleine kämpfen. Ohne Ada bin ich doch aufgeschmissen. Okay, Bogen für Menschen. Bogen für Menschen und Schusswaffen für Dämonen.
What the hell is that? Okay. Damit habe ich jetzt nicht, also was ist das jetzt? Er platzt einfach. Ich bin schon wieder in diesem Raum. Das ist der aus Toy Story, true! Von diesem Freak-Nachbarn. Jetzt kommen Doppelbabys. Boah, wie viel da rauskommt. Boah. Die Bandagen immer nice. Okay, ich scheine hier richtig so. Oh, kommt gleich so eine riesige Echse, die mich verfolgt. Gugu Gaga Motherfucker, genau. So einen One-Liner bräuchten wir hier. Okay, habe mich für die richtige Seite entschieden, für den Loot. Das ist wohl verwandt mit dem Stuhl, der ist auch geplatzt, ja. Okay, das ist irgendwie so eine fliegende Lichtkugel. Bosskampf? Ach so! Ach so! Ach so! Todesanimation? Schauen? Sie liegt einfach! Sie liegt einfach drunter! Ja, was ist das für eine Laufanimation? Oh, man kann stolpern. Boah, die Slow-Mo! Boah, Kino. Oh Gott. What was that? Kino. Einfach kinoreif. Kinoreife Action hier. Mm. Ah! Du Schwein. Kick. Ja. Was ist gerade mit ihrem Kopf passiert? Sie hat eine Glatze. Lol, sie hat eine Glatze. Ihr Kopf dreht sich irgendwie. Komisch. Da ist noch mehr Munition. Schön Shotgun-Munition für die Kinder. Also irgendwie eine Taschenlampe zu haben, wäre schon eigentlich echt geil, ne? Was war das für ein Schlag eigentlich? Es sieht so aus, als würde sie sich drehen, aber der Kopf dreht sich nicht mit. Was? Er fällt einfach um. Baby kommt. So. Zu Tode getreten, die miese Sau. Hey Sadie, was geht ab?
So. Was gibt's hier? Einen Schlüssel wieder? Ja, Storage Key. Ich frage mich, ob jetzt Magnus tot ist. Ist Magnus jetzt wirklich gestorben? Ich hatte gedacht, jetzt Magnus wird irgendwie Endboss sein oder so. Der ist dann irgendwie so verwandelt am Ende in ein Monster. Kann er ja auch, wenn er vorhin gestorben ist. Achso, ja, okay, gut. Ja, true. Ist das Magnus? Der Insta-Halt. Wo habe ich denn nur meine verdammten Schlüssel? Waren sie hier? Verdammt, Mann. Sven, wo hast du sie wieder hingepackt? What are you doing here? Go back to your place, freak. I should use the bow if I want to go unnoticed. Jetzt kommt hier Tomb Raider Action. I found her! Scheiße. Ja gut. I should use the bow if I want to go unnoticed. I found her! Perry! Der ist immer noch AFK. So, was für Stealth, Alter. Oh, der lebt noch! I should use the bow if I want to go unnoticed. Wer sieht mich denn immer? I found her! Scheiße. Steht einfach noch einer hinter den Kartons versteckt. Horba! Boah, wird mir schlecht, sorry. Bonjour. Jo, Licht. Hier geht's nach draußen. Freiheit. Wir haben's. Where the hell am I? Ah, Cliffhanger. No, der Cliffhanger. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder Ada spielen. Olivia. Scheiße, der geile Cliffhanger. Oh, doch nicht. Okay, ich bin irgendwie auf dem Friedhof. Okay, er hat eine random Kettensäge. Das Spiel hookt mich auf eine bizarre Art und Weise, mehr als es sollte. Ja,
Statuen finden oder so. Weil die Statue scheint wie so ein Key-Item wichtig zu sein. Das muss ich wahrscheinlich irgendwo einsetzen, da wo er gerade hingegangen ist. I guess. Ich würde halt gerne irgendwo speichern eigentlich. Okay. Wo sehe ich denn mein Leben eigentlich? Da unten. Nee. Hä? Wie viel? Keine Ahnung, wie viel Leben. Ich heile mich einfach mal. Ach doch, das ist mein Leben, oh Leute. Achso, für einen Checkpoint vielleicht. Ja, okay, gut. Und let's go. Das ist ein Ballast. Hau. Hab ihn. So. Kein Problem, Chat. Scheint generell jetzt hier ein größeres Gebiet zu sein, irgendwie. Mehr zum Exploren. Ich hab nicht mehr so viel Schuss, by the way. Da ist noch eine Statue. Tomb Raider 2013. Ja, es ist irgendwie auch ein bisschen Tomb Raider. Gleich kommt noch so eine Kletterpassage. Es ist irgendwie alles so ein bisschen, ne? Wie gesagt, es ist einfach ein geiler Genre-Mix. Alle Spiele, die wir lieben, zusammen vereint. If you see her, shoot. We have orders to eliminate her. Ich habe euch zuerst gesehen. Where are you? Ja. I found her! Scheiße, ich dachte, er erwischt mich gleich noch. Oh, eine Uzi! Eine Mac 10 oder so. Hier, das sieht aus wie so Podeste für die Statuen. Okay, doch nicht. Göttliche Hydren kommen noch. Hä? Wieso steht auf einmal ein Gegner? Der war vorher doch nicht da, oder? Naja. Naja. Ich spare Munition. Geh wieder weiter. So, hier war irgendwo der Kettensägenmann. Gibt's hier irgendwo auch einen Speicherpunkt, Mann? Da ist ein Speicherpunkt, lol. Hier einfach in dem ganzen Trümmern so eine perfekt und saubere, schöne Uhr. So. Hier unten. Ist er irgendwo? Who do you work for? Who sent you? Let me go. Rodrigo. Rescue me, and if something happens, you will be the first to die. Wow, that's scary. Rodrigo ist hier, um mich zu retten. Stupid police officers like you. Fuck you. You'll talk sooner or later. I'll take care of that. Und jetzt muss ich Rodrigo retten. Is that Rodrigo? What is he doing here? Lexi, danke schön für 20 Monate. I need to help him. Rodrigo ist ein Cop. Once upon a time, there were three brothers. The first always looked out of the third.
For the third, the second could never leave the past behind, which is why he always looked back. The third always followed the teachings of the first, so they always looked in the same direction. Okay, also guckt der erste den dritten an, der zweite guckt den ersten an und der dritte guckt genauso wie der erste guckt. Genau, Blumenkohl. Ich weiß, kann sein, dass das hier der Louis ist. Mal schauen, wie er gleich aussieht. Aha. Mir fehlt eine Statue. Rodriguez. Oh, hier ist noch was. Mit Pfeile. Das Fall für den Pfeil und Bogen. Where are you? Celine. Da ist er! I'm glad you're well. How did you end up here? I told you. Er sieht schon aus wie Louis. Well, I didn't expect you to be the one who would have to rescue me. So this actually works. Sure. Your position is tracked. Ah, da ist ein GPS-Tracker in ihrem Armband. We need to find a way to open this door. Wait. Reinforcements are on the way. Everything will be fine. We can't waste more time. I'll get you out of here. I'm sorry for bringing you into this. It's okay. Das ist die Statue, die letzte. We're in this together after all. Just be careful. Er stirbt, Chad. Er wird sterben. Ihr Grinsen. It's locked. Diese Tür kriegen die nicht auf? Die ist locked. Also erstens ist es einfach nur ein Riegel, der nicht mal vor ist. Zweitens ist das eine klapprige Tür, die jeder eintreten kann. Und drittens, da ist kein Schloss! Die Tür ist offen! Ich probier mal, nochmal. It's locked. Ich renn rein. Geht nicht. Ich hab's versucht einzutreten. Ja, ich glaube, es ist eine magische Barriere. Die können dich sogar eintreten, ich bin ein Lappen. Aber ja, ist, glaube ich, eine magische Barriere. Okay, der erste guckt den zweiten an. Nein, falsch. Der zweite guckt in die Vergangenheit nach hinten. Und der dritte guckt genauso wie der erste. Bluetooth connected. Die Babys kommen wieder. Ich liebe die Babys, die sind super. Rodrigo tut nur so, als wenn er gefangen wäre. Er will einfach nicht raus. Das ist alles nur ein Test für sie. Aber ja, der hat ja ganz am Anfang hat er ja. Also das ist ganz am Anfang. Wir hatten irgendwo eine Cutscene gehabt, wo es hieß, so von wegen, hier nimm das und ich werde dich immer finden und dir helfen kommen oder so. Und der hat ihr ein Armband geschenkt mit GPS. Okay, der Kettensägenboss kommt jetzt. Voll cute eigentlich, ja. Oh, neuer Song! Warte, ich muss einmal töten lassen.
Er slappt mich mit der Kettensäge. Oh, es gibt keine coole. Doch, es gibt eine Animation. Oh, die wird geskippt. Supportet er sich? Hab ihn! Er lebt! Er portet sich! Aber ja, die Slap-Geräusche waren echt cool. Er hat zwar mit der Kettensäge geschwungen, aber hat aus Respekt mich nur mit seinen Händen getroffen. Ja, jetzt war halt, der Tod war halt so ein cineastischer Kill. Das dann halt so, das wechselt dann so eine Cutscene über. Damit das hat halt einen cooleren Effekt, so, ne? Wenn das so cineastisch dargestellt wird, der Last Hit. Wir machen ja gerne Spiele, ne? Master Key, okay. This should open the cell. Ja, er sah wirklich so aus, hätte er so einen schlechten Ping oder so, ne? Wie er sich die ganze Zeit so hin und her geportet hat. Das sieht ja so wichtig aus, aber das ist einfach nur eine Kerze. Vielleicht war es ein Online-Boss wie Dark Souls 3. Boah, das war ein Invade, ne? Jetzt wirft sie den Key gegen die Wand und die Tür zerbricht. Okay, die Bricks leuchten. Moment, wie sieht das aus, wenn ich mit dem Gewehr haue? Shit! Was für Shit? They took him. Ach so, die haben die Tür aufgemacht. Ohne den Schlüssel. Haben sie etwa die Tür einfach geschoben? Einfach aufgeschoben? Nein, oder? Die haben gecheckt, da ist gar keine Riegel davor. Die war doch abgeschlossen, aber wieso haben sie denn sie aufgemacht? Ich hab doch den Schlüssel. Die können die doch gar nicht aufmachen. Notschlüssel, ah. Ja, dann den Notschlüssel habe ich nicht gedacht. Hausmeisterschlüssel. Ne, den Hausmeisterschlüssel habe ich ja. Den Master Key. Ja, wo sind die denn hin jetzt mit dem? They took him. But wohin? Ach so, vielleicht in die Kapelle, wo ich vorher nicht rein konnte, ne? Die ist jetzt vielleicht offen. Oder ich komme mit dem Master Key da rein jetzt. Hydration. Ich habe leider nichts zu trinken hier. Muss mir gleich was holen. What is this place? These people are more dangerous than I thought. Ach, erst jetzt? Erst jetzt?
alle vorher auf dich mit Macheten und Schusswaffen zugelaufen sind, du alle abgeknallt hast, dass sie überall scheiß Monster sind. Das war noch okay für sie. Aber diese Katakombe hier, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das geht zu weit. Oh, der Sam. Die lebt noch. Release her. Und jetzt ist genau andersrum. Jetzt ist Olivia gefangen. I tried to be good to you. And you repaid me with this. Now you will witness everything. Let them go. Now. Endboss Chat. You really are a nosy bitch. You've given me more problems than I imagined. But I'm sorry to tell you that you're too late. The ritual is about to end. Oh, sie kriegt jetzt einen Sohn. He's running away with Sam. Go after him. I'll take care of this thing. Oha. Sie kriegt jetzt einen Sohn. Der hieß auch irgendwie von wegen, irgendwie muss ein Sohn geboren werden von einer Frau, die Trauma. LOL! Junge, was sind diese Stampfgeräusche? Wie sind die so bassig? Ist das die Schwester von Ada? Olivia? How did you get here, Claudia? Claudia. Do you think I was going to let Rodrigo do this alone? Where's Claudia? They took Rodrigo. No. I free him. We must hurry. He will return soon to pick us up. Thank you. I'm glad you're here. No problem. After all, you are already part of the family. I need to do something. Ist ihre Schwester, ne? What? We could compromise the mission if we don't arrive on time. I know, but I need to rescue the other girls. Selim, you'll be lucky. Well, we can't continue taking risks like this. I won't let them die. I'll see you at the extraction point. Just give me some time. Please. I won't let you do this alone. Rodrigo will kill me if anything happens to you. I'll be quick. I know I can do it. I trust you. I would like to go with you, but I have to go back to make some time. Don't fail me, Celine. I won't. I won't. Okay, wir können wieder Olivia spielen. Aber spitzt sich langsam alles zu. Shit! I've lost them! Ja, nebenbei Gebärdensprache. Voll inkludierend, ne, das Spiel. Auch für Leute, die halt keinen Bock haben, Untertitel zu lesen, aber halt nicht hören können oder schlecht hören. Handgun. Der schon wieder. Mit dem Rücken jetzt wieder. Ah, jetzt ist der Song wieder. Hoppapa! Ho! Keine Munition hier drin oder so? Ich finde das immer noch das beste Boss-Lied. Das ist cool.
Oha. Eine Fakel. Endlich Licht. So cool, ja. Macht ihr die kaputt für mich? Oh, lol. Wow! Ja, hallo! Wie unfair. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss den wieder machen. Ah, dann kriegen wir wieder einen geilen Song. Speedrun. Da ist auch keine Munition drin. Ah, und Kick. Boah! Zweimal kicken geht nicht. Aber jetzt habe ich eine Fackel zum Kämpfen. Geile Kombo. Parry. 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 Tot. Crazy. Crazy. Einfach crazy. Episches Moveset, ja. Da ist irgendwie ein Item oder so. Schade. Dachte, ich kann mich da irgendwie so durchglitschen. Als ob du in diesem Nahkampf plötzlich die Pistole rausholst. Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt Damage mache oder wie viel Damage ich mache. Ich wollte halt, dass es irgendwann auch endet, der Kampf. Nicht hin, ne? Ja, die Hits klingen so feucht, weil Turn on the lanterns and the path will revealed. Okay. Die klingen halt so feucht, weil die Gegner sind halt so fleischig wahrscheinlich, ne? Ja, die sind richtig weich und kuschelig und feucht und nass und schleimig und kalt. Ich würde gerne eigentlich runterfallen, ne? Der andere ist da hinten. Wie komme ich denn da hin? Ah! Shit! Okay, ich muss nicht runterfallen. Sie fällt von selbst runter. Kann ich das wirklich nicht schlagen? Ich kann auch nicht rüberklettern. Ja, die kann das. Also die andere, die wir gespielt haben, Celine, die wäre einfach flach auf dem Boden aufgeklatscht. Ja.
Der Boden scheint hier wohl aus Metall zu sein oder so. Wie komme ich jetzt weiter? Excuse me, what? Vielleicht muss ich dagegen schießen. Schlagen geht nicht, aber schießen vielleicht. Nee. Okay, so. Scheint irgendwie nicht richtig zu sein, aber... Es funktioniert. Hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gewollt ist, aber ich glaube schon, oder? Weil es geht ja sonst nicht anders. Okay, da geht's nicht weiter. Hallo? Ah, lol! Frau, da ist keine Wand. Kommen wir doch noch Klettermechanics dazu. Soll ich da jetzt rüber? Okay. Schade. Hallo! Ist wieder weg. So, ist das die letzte Lampe? Bluetooth-Geräusch? Ja. Und wieso konnte ich jetzt da hochklettern? Weird. Yo! Do these things wear armor now? That was close. I think I lost him. Hat sich die Wand jetzt zusammengezogen? Worum geht's in dem Game? Ist eine sehr komplexe Story. Aber im Großen und Ganzen, wir versuchen hier rauszukommen. Hier ist irgendein Kult. Hier kommt irgendeine Statue drauf. Wieder Statuenrätsel. Und dann öffnet sich die Tür wahrscheinlich, ne? Einfach Sauron. Der Helm, ne? Sah ein bisschen auch so Lord of the Rings mäßig aus. Statue? Wow! Und Schlag! Batz! So, den mache ich im Nahkampf-Chat. Parry. Wo war das nochmal? Ich erinnere jetzt an Märtyrers. Ist das dieses Spiel von Dotnot? Von den Life is Strange Leuten? Das war es, glaube ich, oder? Pah! Ja, ich fühl langsam Nahkampf. Yo, Sense Fortress!
Der erste hat mich irgendwie berührt und es ist irgendwie nichts passiert. Und dann drehe ich mich. Da war einer? Hä? Ich stand doch gar nicht da. Okay. Hä, ich steh doch davor! Wurden auch Frauen irgendwie gefangen genommen für Mysteriöses? Okay. Oh, fuck! Ja, hier müssen Frauen irgendwie ein Trauma durchlebt haben, damit irgendwie Dämonen aus irgendeinem Portal rauskommen. Selenas Fortress, ja. You really never Whoa, Endboss! Amazing. Er hat ein Schwert! Or should I say Sarah? Fuck you! Sarah? After everything I've done for you, this is how you repay Wieso heißt jetzt auf einmal Sarah? I know everything about you. And you know more about me than I would like. So I can't let you go. Even if I wanted to. And I know that you won't let me go either. Enough hypocrisy, Magnus. Da ist auch ein Schwert. It would have been very easy to shoot you in the back like you tried to do to me. But I'm a fair man. And you are just a woman. Take the sword Oha! And let's get this over with. You will pay for everything you've done. Oh mein Gott, was ist mit dem Spiel los? Jo, der Dodge. Parry. Der ist Krauser mit Schwert. Doch, ich kann auch dodgen. Ich bin voll geheilt. Ich lebe. Ich lebe. Ich hab gelebt. Ich hab gelebt. Ich muss mich vorher heilen und dann den ganzen Kampf ohne Heilung. Ja, das ganze Spiel hängt gerade. Das Feuer ist zu viel. So besser, ne? Jetzt haben wir keine coolen Wassereffekte mehr. Ja, der hat Hyper-Armor, das ist unfair. Ah, geil. Perfekt. Grafik geht immer wieder hoch, wenn man stirbt. Ah.
Der kann auch blocken! Was macht er? Er rennt durch mich durch, das zählt nicht. Das gilt nicht. Hallo! Es lief so gut! Hab ihn! Jetzt säbel seinen Kopf ab. Sein Schwert ist weggeflogen. Ihr Schwert ist weggeflogen. Potential. But you preferred to play the heroine. See you never, Olivia. Never, oha! Und jetzt kommt, jetzt spielen wir den Celine-Part, wie Celine reinkommt und ihn abschießt. Und sie rettet. Rettet. Okay, ich kann wieder Grafik hochstellen, I guess. Ja, das, ich habe versucht, in das Feuer zu gehen, aber das Feuer ist eine Wand. Ich kann nicht durch. Storytelling ist... Ja, ich find's cool, dass das die ganze so wechselt zwischen den beiden Charakteren und die... Du siehst die ganze Zeit, was die machen, während der andere was macht und so. Muss ich jetzt wieder Feuer anmachen? Okay, das Feuer ist nicht an. Das heißt, ich bin jetzt vor Celine hier. Oh, hier ist zu jetzt. Bin legit hooked? Ja, ich auch. Sehr entertaining. Meine Meinung zu Schnabeltieren? Du bist hier, ich bin hier. Schnabeltier. Okay, ich habe da irgendwas übersehen, Chat. Ist das ja so ein JRPG-Fight, wenn wir gewinnen... den wir gewinnen müssen, nur um den Skripte zu verlieren. Nein. Das ist so ein Duo-Boss-Kampf. Olivia ist Ornstein und Celine ist Smoke. Wir machen das jetzt. Turn on, ja. Aber ich habe keine Laterne diesmal. Und da ist alles jetzt zu diesmal. Und die Leiter ist sogar noch oben. Unten. Das Brett ist aber auch... Hey, ich check nicht. I could use this fire to light my arrows. Ojo. Wirklich noch Feuerpfeile. Jetzt kommt auch dieses Loch hier ins Spiel. Ich habe mich schon gefragt, dieses Loch ist so perfekt, das müsste man da durchschießen. Okay. Nein, die Leiter kann man nicht aufheben, okay? Das ist keine Ahnung von Leitern. Eine sehr schwere Leiter. Okay, aber hier ist ein Loch, aber hier ist eine unsichtbare Wand. Ich kann irgendwie nicht durchschießen. Das Loch ist irgendwie, als wäre es so perfekt dafür gedacht, aber irgendwie
zwei Pfeile. Chat, ich habe nur noch zwei Pfeile. Was mache ich jetzt? Von hier aus? Die Laterne nicht schon an? Da ist halt kein Feuer drin. Die leuchtet, aber da ist kein Feuer drin. Bei den anderen siehst du, guck, da brennt's. Hä? Bin ich jetzt Softlock? Spawn neue Pfeile irgendwo vielleicht? Also das eine Loch sieht so halt aus, als wäre es richtig perfekt dafür, eigentlich da durchzuschießen. Aber dann prallt der Pfeil die ganze Zeit ab. Okay, hier spawnen keine neuen Pfeile. Sieben Pfeile. Ich weiß nicht, ob ich neu laden kann. Weil ich habe keine Urspeicherpunkt gehabt, sondern nur so Checkpoints. Ich weiß nicht, ob diese Checkpoints, wenn ich ins Menü gehe, dann wieder weg sind und ich wieder bei der Uhr starten muss. Oh. Perfekt. Shotgun-Munition. Bringt mir leider nicht so viel. Selbst killen? Nee. Und das macht man auch nicht. Ja, I guess. Ich gehe jetzt zurück ins Menü und hoffe, dass... Checkpoint bedeutet auch speichern. Leiter aufheben kann sie nicht. Load. Autosave. Oh, okay. Puh, okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Da war eine Laterne. Ja, die versuche ich anzuzünden. Das ist gerade mein Problem. Dass ich sie nicht anzünden kann. Dieses Loch sein. Das Videospiellogik. Na, zu nah kann ich halt auch nicht. I could use this fire to light my arrows. Zu nah kann ich halt auch nicht, weil dann, ja, stehe ich ja direkt an der Wand, ne? Oh, Chat? Okay. Genau, ob sie nur so einen perfekten Winkel steht, wie man stehen muss. Vielleicht irgendwie so einen perfekten Winkel.
wenn ich gegen die Bretter schieße, meinst du brennen? I could use this fire to light my arrows. Ich kann es probieren, aber ich denke nicht, dass das der Play ist. Nee. Letzte Schuss können wir nochmal von hier aus probieren. Fuck, hä? Übersetzungsfehler. Bestimmt sagt sie light my ass. Hm. Wenn sie light my ass sagen würde, was würde uns das bringen? Die gehen halt easy, ne? Hä? I could use this fire to light my arrows. Okay, mit Pistole, wenn ich die anschieße, wackeln die. Das heißt, ich könnte mit Pistole vielleicht erst den richtigen Winkel suchen. Manchmal ist vielleicht ein Loch auch wirklich nur ein Loch, ja. Was habe ich oben nicht geguckt? Das Loch ist, glaube ich, random. Bei denen geht's nicht. Oh, lol, da hinten. Mach ich jetzt mit den Boys? Können die brennen? Oh lol! Pfeil und Bogen, OP. Was ist der denn hier so komisch? Irgendwie kommen die hier mit dem Hügel nicht klar. Das ist aber auch echt weird, dass mit einem Pistolenschuss du die Helme nicht abschießen kannst, aber mit Pfeil und Bogen. Hä? Ja, hier ist die Wand zugefallen.
Ich bin wieder in der Villa, in der Schokovilla. It's locked. Chad, wir sind wieder in der Schokovilla. So! Und nicht anders hier. Seit Tagen nichts gegessen. Haben die denn nicht hier was zu essen? Die hat ganz woanders hingekickt. Und es gab so ein kleines Knackgeräusch. Das Knackgeräusch hat voll perfekt gepasst zu ihrem Kopf, weil er sich so nicht mitdreht. Komisch. Ihr Kopf hat geknackt. It's locked. Lor? Mikrowelle? Ist das der Code? Okay, nochmal. 2 2 1 4 2 2 1 4. Wo? Wer? Schlüssel. Ach so, er klettert einfach durch die Wand. Das ist jetzt ein bisschen eng. Junge, 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 Junge. It's locked. Ich hab doch Library Key aufgesammelt. Ist die Library nicht hier oben? Ah, hier ist die Library. Ah, das ist die Resi 2 Library. Okay, dann ist das doch wohl anders, Chat. Das ist wohl A1. Okay, fuck, ich bin schon durch, ne? Ne, 5-0, nicht 0-5. So. Und dann 1. 11. Nicht 1. 11:50 Uhr. Wieso sieht der Hintern aus, als hätte er zwei Kästen? Hintern, oder?
Bedroom Key? Oh, neuer Film. Ja, gleich kommen Mistakes. Why are you doing this, Magnus? You've certainly earned my trust. But I don't know if you can understand it. I deserve to know. Well, all I want is to find the truth. What do you mean? I'm sure my mother gave birth to one of these creatures. But everyone said it was impossible. How can you be so sure? Yes, the creature. My mother was the person I trusted the most. I knew it was a waste of time to tell you this. Anyway, I will try until I succeed. So that's the reason behind all this? Such sick minds. Ich dachte, ich falle runter. Kann man runterfallen? Boah, komme ich auf die Schränke? Die Steak? Wow! Ich bin drauf. Cool. Ja. Hat mir nichts gebracht. Was ist jetzt die Begründung? Er macht das, weil seine Mutter ein Monster geboren hat. Ja, ich habe auch die Begründung jetzt nicht verstanden. Also seine Mom hat vermutlich ein Monster geboren und jetzt macht er das, was er macht. Und das ist der Grund, wieso er das macht, was er macht. Aber was macht er? Böse Dinge? Na, schon wieder der. Yes, ich freue mich, wiederzusehen. Was war gerade mit meinem Bein? Habt ihr das für einen Frame gesehen? Sam! Okay. Ich habe gerade irgendwie so an der Kante, hat irgendwie so ihr Bein so komisch verdreht. Das war super weird. Da! Habt ihr es gesehen? Da! Hoppa! Hoppa! Taekwondo, Junge! Taekwondo! Das ist so ein Secret Move. Das ist so wie bei Smash Bros. Dieser Taunt, diese Idol-Animation von Luigi, dass man damit so Leute so wegkicken kann, die so an der Kante hängen. Sowas ähnliches ist das hier auch. Damit kannst du so Bosse one-hitten. Wenn du das schaffst, so zu timen. You saved me. That was incredible. Where did you learn to fight like that? Years of training, I guess. I hope one day I can defend myself like you. I can teach you some tricks when we get out of here. That would be amazing. For now, let's focus on finding Olivia, okay? Follow me. I know a shortcut. Okay, wo bist du? Oh, da. Vor allem, die kommt rein und I saved you. Junge, ich hab noch irgendwie ein ganz Arsenal an Munition. Knall die ganze Zeit ab und sie macht einfach nur den Last Hit. Und so, I saved you. Cool, danke. I guess. Wasted potential.
But you preferred to play the heroine. See you never, Olivia. Stop this madness, Magnus! It's over. Turn yourself in, or I'll have to kill you myself. Olivia! Ist sie das Kind? Ist sie das Kind mit den Superkräften? Ja, sie hat ja gesagt, sie war da schon viel zu lange eingesperrt und so kann sein, dass sie wirklich seit Kindheit an hier eingesperrt war, weil die an ihr experimentiert haben, weil sie das Kind ist. Olivia! Sie ist dieser Dämon. A woman like her doing this job. Who could she have slept with? Will she really be able to achieve it? It's a shame that the only thing she has is her beauty. What a waste. Stop! I have nothing to prove to anyone. I hate loud mouths. You would be more attractive if you were mute. Who the fuck are you? Keep moving forward. I'll show you who I am. No. I'm the one who will show you who I am. Nee, so komplett random war der nicht. Der wurde schon, es gab schon ein Bild ab. Dass irgendwie eine Frau ein Kind gebären muss, der dann irgendwie das Ultrawesen sein wird. Es gab schon ein kleines Bild ab. In Germany, we call it the plot twist. Ich hab keine Ahnung, was dieser Dialog war, Junge. Auf jeden Fall wäre sie wohl attraktiver, wenn sie die Fresse halten würde. Asylum in Dark Souls 1. So you really came. Show me what you're capable of, woman. Enough talk. Let's get this over with. Isaac. Warum sind diese Dämonen sexistisch? Ja, darum geht's ja wohl irgendwie. Diese Dämonen brauchen ja irgendwie traumatisierte Frauen oder so. Dieser Song gerade eigentlich. Oh lol, ich kann laufen!
Ja, irgendwie ist das Klavier zu fröhlich, oder? Aua. Mich einmal getroffen. So viel Damage habe ich gar nicht bekommen. She's here. Rodrigo. Magnus lebt noch. This ends here. No! Olivia! Dieses Klatschgeräusch. Sie springt ihm ins Gesicht. After that, the rescue team was not able to find Olivia or Magnus. Sam returned to her family safely. Also war jetzt doch Sam die Schwester von Olivia? And that's the truth behind Celine's unbearable night, as the news called my story. But this is not about me. This is the story of Olivia and all these girls who went through the same thing. Without them, it would not have been possible to put an end to all this. I'm coming. Jetzt sieht man sich so scheiße aus. I'm coming. I'm coming. Rodrigo. I owe you. Oh, that's from Olivia. Kein Problem. Sogar mit Herz. Ja, das war ganz am Anfang, waren wir ja auch im Café und dann hat Olivia uns so ein Cappuccino gemacht mit so Herzchen. Und der Kaffee ist einfach nur eine Botschaft, dass, ne, du weißt schon, dass Olivia noch lebt. Ich finde, da hat sich jemand Mühe gegeben, der hatte Bock, dieses Game zu machen. Ja, es ist halt ein bisschen hier und da ein bisschen goofy, ein bisschen weird. Aber man merkt schon, der hat sich Mühe gegeben. Der wollte nicht einfach nur irgendwas hinscheißen. Das war's. Er hat sich schon Mühe gegeben.